Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wie ihr gerade jetzt hier seht, habe ich schon mal weitergebaut. In der Zeit, ich dachte ja so, ja, das würde eben halt so oder so kein wirklich interessieren. Habe ich eben halt gedacht. Warum nicht? Dann fange ich schon mal damit an. Und hier, wir gucken uns gleich schon mal die Halle an. Ja, ihr habt gerade gehört, Halle. Wir haben den Aufzug fertig, wir haben die Wand fertig. Wir haben sogar angefangen, schon hier oben die Hallen zu bauen. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Oh Gott. Das ist ja nicht so schlimm. Railing. Wir haben schon mal, wir sind gerade ganz oben. Und ja, wir gucken gleich weiter. Okay, 6. Meinte ich nun eigentlich nicht, aber das ist mir ja eigentlich auch egal jetzt. Ups. Nein. Ah, egal. Gut, dann können wir ja Zeit nutzen und wir können uns das ja schon mal angucken, was wir hier gebaut haben. So, da seht ihr nochmal den Fahrstuhl, der ist jetzt von unten bis oben fertig. Dort müssen wir nochmal irgendwas nach unten bauen. Bis jetzt haben wir oben erstmal eigentlich fertig gemacht, aber unten wird auch noch fertig gemacht. Dauert nicht mal lange, dann haben wir die Halle eigentlich schon fertig und sie ist hier oben auf dem Stein, wie wir es uns gewünscht haben. Und das wird eigentlich jeden machen, aber dit kin hier eigentlich weg. So, ja, ich weiß, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Man kann ja daraus cheat walk. Okay. Das passt nicht, ich wollte das entstehen machen. Tisch eigentlich. Aber das hat nicht irgendwie so geklebt. Also, das Fahrstuhl ist schon mal für dich hier. Kann ich mal so machen. Das kann man eben halt so machen. Fährt man eben halt nach ganz oben. Fertig. Läuft man eben halt hier hoch und dann sollte man eigentlich. Also, das machen wir nochmal besser. Ne? Also, hier sollte man dann hochkommen und dann soll jemand eigentlich alles voll sein und schön und so und dies, das. Geht man eben halt hier hoch. Haben wir eben halt hier so ein Gelände. Hier müssen wir uns nochmal schlau machen. Also hier müsste sonst gibt keine andere Lösung, ne?
Da müsste ich eben halt den Arm mal ein bisschen nach unten ziehen. Das haben wir ja schon einmal gesehen, dass das da ist. So. Aber heute nie. Also ich habe schon mal vorgearbeitet, weil ich hätte ja echt lange gedauert. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde da dran oder länger schon ein bisschen. Und das wollte ich euch nicht antun, hätte ich machen können, aber das ist ja langweilig für die Folgen, auch wenn es eigentlich zum Bau gehört. Also jetzt machen wir schon noch dazu, also zum Bau gehört das hier noch. Aber wir machen erstmal 200 Winde und das sollte, glaube ich, reicht irgendwie auch nicht. Also, mehr können wir eh nicht. Also, klar können wir es, aber nicht dafür. So. Da kann ich leider noch nichts hinbauen. Da kann ich was hinbauen. Das geht. So. Es soll eben halt eigentlich alles aus Glas sein, eben halt. Gut, wenn das Fundament eben halt dort nicht reicht, dann kann man ja auch nichts ändern. Nö. So. Und dort, hier, da soll eben halt ein Gehege werden, da wo die Brücken das schließen. Das würde ich geil finden, wenn es irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht Stego-Gehege oder so. Brachio nicht. Vielleicht sogar ein T-Rex-Gehege, eher gesagt, aber das werden wir dann später sehen. Aber erstmal die Eingangshalle, ne? Das würde ich sagen, wäre besser. So. Ups. Okay, das sind schon mal 100 gewesen. Und sie haben nicht gereicht. Hundert Dinger so, ne? Ups. Nochmal 100! Und ja, ihr werdet. Also, wenn ihr den. Wenn ihr diese Folge seht, war der Livestream schon. Aber vielleicht. Ja, doch, war er.
Also an einem, wenn ihr noch nicht den Livestream gesehen habt, dann würde ich euch anraten, den Livestream nochmal zu sehen. Der am, warte, ich guck mal. Der, also ich, sind ja vor, ich produziere ja vor. Also ich gucke nochmal. Wartet, muss mein Handy, da ist der Kalender. Also der Livestream war am 22.09.2017. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch ranraten, den zu gucken. Weil der ist cool und da werden wir eben halt auch, hatten wir eben halt den. Hatten wir eben halt das Gehege dort unten gebaut, was jetzt, wie ihr seht, noch nicht da ist. Aber eben halt, wenn ihr den Livestream gesehen habt, war es, also ist es schon da und ja. Dann war er schon da. Er fickt mich nicht. Er fickt mich nicht. Nein. So und so. Ich hoffe, ich habe das gut geklärt. Erstens, wir brauchen das nicht. So. Klar, kommen da noch Sachen rein und so. Ne. Kommt Alice noch? Also, wenn ihr den Livestream gesehen habt, dann ist da eigentlich schon die Halle fertig. Also ist dann schon mittlerweile fertig. Also, wenn der Livestream überhaupt gewesen war. Ich denke mal ja. Aber ich kann es nicht versprechen. Also, wenn ihr die Folge seht, wisst ihr es eigentlich schon lange lang. Eigentlich schon lange. So. Jetzt haben wir die Wände fertig und jetzt müssen wir eigentlich noch mal gucken, wie wir es eben halt damit machen. Also wir können eben halt hier keine einzige Wand platzieren, was eben halt fatal wäre. Ne? Deswegen müssen wir anscheinend wohl doch. Okay, Steinpfeiler. Metallpfeiler. Was laber ich da eigentlich immer? Echt. Was man da eigentlich von eingeben, ist ja auch scheißegal. Ich glaube, so viel braucht. Ich weiß es aber auch nicht.
So. Ja, das wird reichen. Hoffe ich. Ups. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Ansonsten finde ich eigentlich bis jetzt unsere Eingangshalle echt klasse, weil sie eben halt dort oben ist. Und ich finde es irgendwie besser, wenn sie hier oben ist, anstatt dort unten. Ne? Klar. Können wir hier oben auch schon mal zumachen. So, das hier ist eben halt ganz oben. Das geht nicht. Geht ja nicht. Da kann ja reinregnen. Ja, durchkommen. Cheat. Walk. Kann das ja auch abgerissen werden? Das nicht. Das kann abgerissen werden. Das muss ausstehen bleiben. Ja, dann kann man eben halt hier rumgucken. Okay, das würde ich noch gut finden. Und den Rest. Man ist ja nicht dumm und springt da runter. Ich bin nicht so dumm. So, kann man sich mal das hier alles angucken. Geht man eben halt hier runter. Meta Railing, nicht Ramp. Mann, 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 Mann. Geht man eben halt hier runter, so bla 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 bla. So, dann sind wir eben halt hier unten in der Eingangshalle und dann geht's los. Bla 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 bla. Der See, der gefällt mir immer noch, der passt irgendwie echt zu. Wie wir das machen. Weil es ist ja nicht erstens auf einer Ebene. Ist ja nicht auf einer Ebene. Okay, weiter ab. Tut mir leid. Ich hasse es in der Folge sowas zu machen, aber es gehört dazu. Also ich hätte ja eben halt selber keinen Bock, irgendwie das anders zu machen. Dünn.
Jetzt kommt er eben halt runter und dann könnt ihr auch einmal sehen, hier ist eben halt die Tür, wo man dann reinkommt, so. Ist eben halt so dann so. Kommt immer hier rein. So bla 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 bla. Macht natürlich hinter sich die Tür zu. Da ist eben halt der Generator für unseren. Für unseren Aufzug eben halt. Ja, ich hätte das eigentlich ein breiter machen sollen, aber ich hab's nicht, weil es scheiße aussieht. Und weil es, glaube ich, eigentlich auch nicht ging. So, jetzt ist er unten. Drehe jetzt nach oben. Dann geht die Fahrt nach oben. Bla 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 bla. Gewicht. Null. Gewicht von 3000. Trotzdem schafft eben halt so ein Brontosaurus oder Brachiosaurus sogar. Also Brontosaurus habe ich getestet, funktioniert, aber Brachio weiß ich nicht. Das würden wir ja dann sehen, ne? So. Jetzt sind wir gleich angekommen. So, jetzt geht man hier hoch. Schließt natürlich die Tür. Und dann. Hätte ihr den Bass? Bitte, bitte, Bass. One to the left, three to the right. Na 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 na. So. Hahaha. Okay, das ist doch schon mal gut. Lol. Weg. Ich weiß eben halt nicht, wie viel ich davon brauche. Deswegen. Hallo? Ne, bewegt sich eigentlich jeder noch? Ich bin runtergefallen. So.
Station, dann gehe ich hier mal hier rein, bla bla bla. Fahre ja nochmal nach oben. Ablassen. So, dann kann ich eben halt hier warten. Klar wird das eben halt dort oben ja noch besser, aber das dauert nicht mehr so lange, aber die Eingangshalle ist schon fast fertig. Fast! Wir müssen oben überhaupt noch, also der Eingang dazu muss noch gebaut werden. Weil, das kann ja nicht so sein, dass du darüber springen musst. Das macht man ja nicht. Das ist ja nicht gut. So. Während wir eben halt hier hochfahren. Das müssen wir eben halt einfach mal ignorieren. Weil das geht nicht, dann. Das, klar geht das safe. Müsste ich dann noch einmal hoch. Okay, wir werden erstmal so oder so erstmal die fertig bauen und dann werden wir weiter gucken, ob wir das jetzt wirklich nochmal machen oder nicht. Also, ob wir eben halt wirklich Lust dazu haben. Wenn du verstehst. Ups. Upsala. Ups. Okay. Upsala. Okay, wir haben hier aber auch nichts vergessen. Also ich meine jetzt so keine Wand. Nicht. Hier kann man dann nicht mehr raus, wenn man Lust hat. Also wenn es eben halt nicht regnet, ne? Ups. Kann hier eben halt nichts machen. So, nee. Das passt nicht. Da hat man ja nicht die schöne Natur. So, dann hört man eben halt hier die schöne Natur, wenn man Lust hat. Und wenn man Lust hat, kann man dann hier wieder reingehen. Und einfach mal zuhören oder so, oder was ich eben halt mache. Geht man eben halt hier raus, bla 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 bla. Und gehen wir nicht mehr runter. Hier stehen dann eben halt Tische, dies, das, ne. Was weiß ich eben halt. Und oben muss, oder allgemein hier muss nochmal. Also. Erstmal das muss gemacht werden. Da dachte ich eben halt, ja, man muss hier rüber gehen und dann nach links und dann so und dann weißt du. So. Ich finde. Wir haben eigentlich das gut gemacht bis jetzt. Wir haben unser. Ich weiß nicht, kann man das eigentlich von hier hinten sehen? Wer kann es da sehen? Also, wäre irgendwie schon nice. Also muss ja auch in der Nähe sein. Also weiß schon, wo das ist, ne? Aber ich meine jetzt so. Nö, ich sehe es leider nicht. Ich dachte, man könnte das sehen von hier. Nein! Oh. Ich dachte eben, man sieht das von hier. Ist er nicht weit weg eigentlich?
Wäre eigentlich schon da drüben. Also da, wo jetzt. Okay, nach unten gucken. Also jetzt da, wo der Brachiosaurus ist. Von hier bis von einmal von diesen von dieser Wand. Hier wird alles zugemacht und hier oben kommen auch noch Zäune hin und so. Dass man eben halt hier so rumgehen kann, schon, ne? Also hier wird nicht zugemacht. Hier oben schon. Mit Gittern und so, also runtergehen sollte man nicht. Also hier kommt schon eine Tür noch hin. Dann dachte ich eben halt hier, geht es eben halt so runter weiter. Bla 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 bla. Das kommt dazu. Dann kommt hier das, also dort da eben halt noch eine Wand. So, das kommt man dann eben halt von hier rüber. Oder man geht eben halt hier runter, also als, ne, nicht als ich so, sondern, also doch, als ich kann da nur runter, aber die Zuschauer eben halt nicht. Und dann sollte das eben halt dort unten auch am besten zu sein, aber dann ist das hier auch zu und da oben ist dann eben halt so runter. Das dazu, vielleicht wird das eben halt das Spino. Nee, Spino nicht. Aber vielleicht Stego oder T-Rex und so oder Allosaurus oder Kano eben halt. Das muss man eben halt gucken. Aber ich finde, ein Brontosaurus passt hier nicht hin. Das ist viel zu groß. Er ist viel zu klein, mein. Das ist viel zu klein für so ein Gehege, für die. Guck mal, dann müsste ja dieser ganze Stein da weg. Weil sonst ist es viel zu klein. Guck mal, wie groß Triceratops-Gehege ist. Der muss das Brontos-Gehege einmal das hier einmal rum sein, so, weißt du? Und die sollen ja auch nicht alle auf einem Punkt hängen. Und hier sollte man eben halt auch nicht runter können. Oder doch. Doch, hier sollte man auch runter können. Also ich mach das, also, hier kommt dann eine ganze Wand eben halt aus Glas. Ist man da allgemein, also, da kommt eben halt auf jeden Fall was aus Glas hin. Und hier auch, hier kommt auf jeden Fall nochmal Glaswände hin, dass man eben halt da nicht runterfällt. Und dass man eben halt nur die Dinos anguckt und mehr auch nicht. Wie gesagt, hier kommt auch nochmal Glas hin. Also mit Glas eben halt oder so. Müssen wir eben halt schauen. Das, also hier kommt, also überall hier kommt Glas hin. Oder eben halt mindestens Geländer. Und dort unten wird zugemacht. Also mit Fenstern, mit Glas und auf der anderen Seite da auch. Aber ansonsten ist, glaube ich, in unserem Gehege sogar. Also, wir können. Also, kann ich ja nicht. Schlecht. War gerade dich zu meinem machen noch. Und mitnehmen. Aber das geht ja nicht. Also, wir gehen noch in dieses Gehege hier rein. Der kann ja eigentlich nur einer hin. Oh, er ist noch nicht warm. Aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge oben nochmal schnell zu Ende. Und dann, also, ich meinte eben halt, dass man da nicht rüberspringen muss und so. Aber ansonsten. Also, das mit dem Gehege hier müssen wir eh nochmal richtig machen. Und nicht in dieser Folge. Aber. Ansonsten, also ohne Energie. Das kann doch nicht sein. Erstens, du brauchst nicht die ganze Zeit laufen. Zweitens,
brauche ich das ganze Benzin? Weil wenn die doch mal ausfallen sollten, ist es nicht gut. Das ist nicht gut, wenn die Zäune ausfallen. Du brauchst eigentlich überhaupt keinen. Okay, alles rüber. Wäre mal nicht schön, wenn das passieren würde. Man den voll. So, und den Rest gehen wir mal darüber. Weil erstens, sie sollen ja nicht ausbrechen, auch wenn es ein Triceratops ist. Aber, es soll aber auch keine das einreißen und dann laufen die weg oder werden gefressen eben halt. Das wollen wir auch nicht. Ne, ist ja auch nicht schön. So. Jetzt sind halt genug eigentlich drinne und unser Haus machen wir auch noch mal besser. Also das Haus da, also nicht scheiße, aber es ist vergrößert. Das machen wir aber, glaube ich. Also wenn wir nächste Woche, nächste Woche, doch nächste Woche, wenn ihr ja die nächste Folge seht, werden wir, also in der nächsten Folge werden wir eben halt einmal die Eingangshalle oben fertig bauen und den Fahrstuhl, also den Eingang und eben halt mein Haus besser machen. Ein Kochtopf oder ein Schrank oder was, ey. Wow. Also irgendwann, wenn wir eben halt wirklich fertig sind, wird das dauert eben halt noch. Wir haben gerade erst angefangen, richtig. Wir sind reingekommen, wir haben die Gehege schon mal fertig gemacht. Wir haben dann nochmal die Eingangshalle fast fertig. Das Raptorengehege müssen wir, also Raptorengehege ist fertig. Aber wir müssen nochmal richtig gucken. Also, wegen übertragen, übertragen, übertragen. Dann würde ich sagen, wir setzen uns hier hin und ciao, ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Survival Evolved, wenn wir unseren Jurassic Park weiterbauen. Ciao!